am Wochenende ist das passiert, womit keiner gerechnet hat, was aber immer wieder passieren kann, dass der Tabellenführer gegen das Schlusslicht passiert. Und man hat keine Zeit im Grunde, um das Ganze extrem aufzuarbeiten oder zu lamentieren. Es wartet Großes und das analysieren wir mit unserem Experten Alfred Harter. Hallo. Servus. Was war los mit Red Bull Salzburg in der Südstadt? Ja, das sind diese Ereignisse, die den Fußball so interessant machen, dass sozusagen der Zwerg in der Liga gegen den Riesen in der Liga auch einmal gewinnen kann. Und bei Salzburg hat der Trainer eben eines vermissen lassen, das haben wir auch hinlänglich gehört, dass seine Spieler nicht gewusst haben, was auf sie zukommt. Man war naiv und das ist schon sehr interessant. Ja, jetzt sagt man, das ist ein Sandwich-Spiel gewesen, ein Spiel zwischen Lok und Atletico. Wie groß ist dieser Faktor zu bewerten? Gar nicht, weil Salzburg solche Spiele immer wieder hatte. In der Meisterschaft und dann Europacup und in wieder Meisterschaft. Und trotzdem hat man danach auch ordentliche Leistungen geboten. Jetzt in der Südstadt war etwas anderes, fundamental anders. Nämlich, dass die Spieler offensichtlich die nötige Einstellung vermissen lassen haben, um das Salzburger Spiel durchzuziehen. Und die nötige Einstellung ist, man muss jedem Gegner mit 100% Respekt begegnen und demgemäß auch seine eigene Leistung zu 100% abrufen. Und ich glaube, genau das hat Jesse Marsch bei vielen Spielern kritisiert. Und der Gegentreffer, den Roman Kerschbaum erzielt hat, spricht vielleicht Bände, was die gesamte Partie betrifft. Nach einem Out-Einwurf zustande gekommen und dann das Abwehrverhalten, das dir und auch Jesse Marsch nicht besonders gut gefallen hat. Ja, also aus einem Eckball, aus einem Einwurf mehr oder weniger, dass der Ball den 16 Meter entlang durchkommt, ein Schuss, der dann abgewehrt wird und der Innenverteidiger eigentlich überhaupt nicht da ist, der hat schon abgeschaltet, als noch der Einwurf war. Also das ist genau das, was Jesse gemeint hat. Wenn Spieler naiv sind, wenn sie nicht hundertprozentig bei der Arbeit sind, dann geschehen solche Dinge und die sehen wir zuhauf bei Mannschaften, die mit geringerer Qualität. Und selbst bei Salzburg sieht man es, nämlich dann, wenn da oben nicht alles richtig ist. Ja, und eines kann man Jesse Marsch mit Sicherheit nicht vorwerfen, dass er ein Schönredner wäre. Hören wir uns seine Reaktion nach dem Spiel noch einmal an. Vor dem Spiel, ich habe erklärt zu unserer Mannschaft genauso, was wir haben gebraucht in diesem Spiel. Dann in der ersten Halbzeit, wir haben nicht das gesagt. Wir waren ganz ruhig, keine Reden auf dem Platz, keine Klarheit. Und dann der Gegner findet mehr und mehr Energie. Ja, und dann, ja, der Platz ist nicht perfekt und es ist ein Kampf und alles, aber wir müssen das verstehen. Ja, wir können eine junge Mannschaft sein, aber nicht naiv. Und so das war für mich, es war nicht so viel mit taktisch für mich. Es war mehr zu tun mit verstehen genauso, wie zu dieses Spiel behandeln. Waren Sie als Salzburg-Trainer schon einmal so unzufrieden wie jetzt? Nein. Also ich höre da schon deutlich was raus. Nein, das ist sicher der tiefste Moment für mich. Ja, hat es auf den Punkt gebracht. Ist das die angemessene Reaktion oder hätte man es auch als Betriebsunfall abtun können? Ah, junge Truppe, kann einmal passieren, dass die nicht zu 100% da sind? Nein, weil Salzburg andere Ansprüche hat. Und ich erinnere mich einmal auf ein Gespräch auch mit Marco Rose, der schon gesagt hat, noch vor einiger Zeit, wir als Salzburg müssen in jedem Spiel hundertprozentig in jeder Hinsicht da sein. Wenn wir das nicht tun, kommt unser Spiel nicht durch. Und ich denke, dass Jesse Marsch genau das gemeint hat. Es war nicht taktisch, da brauchen wir nicht reden. Es war da oben, wie man in ein Spiel hineingeht mental, wie man den Gegner ernst nimmt und wie man selbst bereit ist, alles sich abzuverlangen. Und das hat gefehlt. Und das ist kein Betriebsunfall, sondern hier müssen die jungen Spieler, weil die haben ja auch zum Teil die Startformation gebildet, sie selber nachdenken, wenn ich den Weg machen will, wie viele Salzburg-Spieler in die Bundesliga oder in die Premier League, dann darf so ein Spiel nicht geschehen, weil das wirft ein schlechtes Licht auf mich. Ja, und was die Salzburger imstande sind zu leisten, das hat man ja international gesehen in der Champions League bei deinem Ex-Club, bei Lok Moskau. Das war eine sehr, sehr starke, fokussierte Leistung. Wie hast du diese Partie erlebt? Ich denke, dass zunächst einmal der Umstand, dass Zuschauer dabei waren, schon einmal ein bisschen ein anderes Flair mit sich gebracht hat. Das hat den Salzburgern auch geholfen, zweifellos. Aber man hat einen Gegner besiegt auf höchstem Niveau in der Verteidigungsleistung. Was Salzburg gezeigt hat, defensiv war grandios. Und wenn wir noch wissen, welche individuelle Klasse in dem Sturm
da ist mit Kräuter in diesem Fall oder Bärischer und dann wer dann noch hineingekommen ist, Adeyemi. Das ist Wahnsinn, das ist ungeheuerlich und deshalb Lok war an diesem Tag aus meiner Sicht noch gut bedient und völlig chancenlos. Es waren wunderbare Treffer, die wir uns sehr gerne noch einmal ansehen. Die von dir angesprochenen haben natürlich getroffen. Bärischer doppelt, dann noch Adeyemi. Das ist schon eine unglaubliche Qualität, die zu einer Qualität geworden ist auch im letzten halben Jahr. Ja, also die Besetzung, die nominelle in vorderster Front, also im Sturm, das ist wirklich ungeheuerlich. Keuter, Daka, Adeyemi, Berischer jetzt, der sich enorm entwickelt hat, seit er von Beginn an auch dabei sein kann. Also Salzburg kann in jedem Spiel ein Tor machen und ich denke, wenn wir jetzt den Blick richten auf Atletico, die jetzt kommen am Mittwoch, dann ist das ein wesentlicher Faktor, dass man aufsteigen kann. Aber eines, Fredl, musst du mir noch erklären. Du hast vor dem ersten Spiel, kann ich mich erinnern, in Salzburg gegen Lok Moskau gesagt, zu Hause wird Salzburg nicht zwingend was mitnehmen, aber garantiert auswärts. Wieso hast du das damals schon gewusst? Du wirst in Europa, in Westeuropa, keinen besseren Russland-Experten finden als mich. Ich kenne diese Liga in- und auswendig. Und ja, aber unsere ja auch und da liegst du regelmäßig daneben mit deinen Tipps. Ja, ich bin ja nicht der Österreich-Experte, ich bin der Russland-Experte. Okay. Aber ich weiß natürlich, dass die größten Probleme russischer Mannschaften darin bestehen, selber ein Spiel zu machen, selber kreativ zu sein. Die sind perfekt organisiert, sind sehr athletisch, aber fußballerisch, da mangelt's. Jetzt hast du Atletico schon angesprochen. Atletico hat in der Liga mittlerweile die Tabellenführung inne, haben am Wochenende vielleicht auch sowas wie mit dem zweiten Anzug gespielt, aber gewonnen. Was sagt das über die Kadertiefe aus, auch über die Qualität? Tabellenführer in der La Liga. Ich denke, um Atletico zu charakterisieren, genügt ein Blick auf Folgendes. Man ist Erster in der Primera Division und hat jetzt in 10 Spielen, glaube ich, sind's, ja, 21 Tore gemacht und 2 erhalten. Und es gibt eine Art Richtschnur, um zu erkennen, welche Teams sind Weltklasse und welche sind darunter anzusiedeln. Und diese Richtschnur lautet, Anzahl der Spiele mal 2 soll geschossene Tore ergeben, Anzahl der Spiele dividiert durch 2 die erhaltenen. So, geschossen 21 ist genau in diesem Bereich 2. Erhalten aber noch viel weniger als 0,5. Das heißt, dieses Team hat eine Defensive, die ist auf der Welt eigentlich unerreichbar, so wie sich Atletico darstellt als Mannschaft. Und das ist die Handschrift von Diego Simeone, wie wir wissen. Seine Teams sind perfekte Hunde, wenn es darum geht, zu verteidigen. Und deshalb liegt die Chance für Salzburg in diesem Spiel nur in einem Punkt. Man muss das erste Tor machen, damit Atletico gezwungen wird, eine offene Spielweise an den Tag zu legen. Und sobald das Spiel offen wird, und das haben wir gesehen, Salzburg gegen Bayern, das waren beide Spiele, die offen waren, dann wird die Offensive von Salzburg noch mehr zum Durchbruch gelangen. Daher das erste Tor für Salzburg und Salzburg steigt auf. Okay, das ist wieder eine Ansage. Wir schauen uns die Tabelle vielleicht noch einmal an, damit wir die gesamte Palette, was da möglich ist, Fredl, sehen können. Es ist alles drin, vom Hero to Zero, von Champions League bis ganz raus. Spannender geht's nicht. Ja, aber eine Möglichkeit schließe ich aus, ganz raus. Weil Lok Moskau wird nicht in München gewinnen. Und das müssten sie, um Salzburg noch zu überholen. Also für mich, und der Teufel schläft nicht und wahrscheinlich steht er da hinter mir. Sehe nicht. Aber für mich ist es klar, dass Salzburg auch im Frühjahr dabei sein wird, international. Weil ich beim besten Willen mir nicht vorstellen kann, dass der Champions-League-Sieger, der aktuelle, Bayern München zu Hause gegen Lok Moskau verliert. Dominik Szoboszlai, der weiß, was ihn erwartet und seine Salzburger, was zu tun ist. Wenn wir so spielen wie gegen Lok, dann kann alles passieren. Und ich glaube, in Atletico auswärts haben wir auch gezeigt, dass sie uns nicht unterschätzen sollen. Und werden wir sehen. Ja, da war ein bisschen Schaum gebremst. Das war nach der Niederlage in der Südstadt. Auch er kann den Unterschied dann ausmachen. Im Spiel, mit seinen Ideen, mit den Standards. Ja, wobei er aus meiner Sicht in den letzten paar Spielen
unterkühlt ist, möchte man formulieren. Also er ist nicht eine tragende Spielfigur momentan, die nehmen andere ein. Aber, und das ist im ersten Spiel gewesen gegen Lok, er ist für Momente gut, die die Zaubermomente sind. So wie sein Tor gegen Lok mit diesem Hammer unter die Latte. Das wünschen wir uns und das erhoffen wir uns. Und auch seine Standardsituationen könnten Gold wert sein. Aber insgesamt, das Team muss funktionieren und hoffentlich das erste Tor machen. Und dann gute Nacht, Atletico. Und Salzburg steht ja auch immer für Nachwuchs. Und das kommt auch nicht von ungefähr. Salzburg plant jetzt schon die Bulls Camps. Du willst trainieren wie die Profis? Deine Idole kennenlernen? Und unvergessliche Momente erleben? Dann komm in eines unserer Bulls Camps und sei dabei. Ja, wird wieder einiges nachkommen bei den Salzburgern. International hat der Fredl ja immer richtig gut getippt, fast 100% Quote. Jetzt interessiert es uns natürlich, wie wird es ausgehen, Salzburg gegen Atletico? Mein Tipp beruht auf dem Umstand, Salzburg macht das erste Tor und wenn das der Fall ist, geht es 3-1 aus. 3-1, das gefällt mir, das ist konkret. Aber für Salzburg, ja, bitte. Ja, ja, klar. Das wäre ja anders auch möglich. Nein, das wäre dann 1-3, das wollen wir nicht. Okay, 3-1 für Salzburg. Wir halten die Daumen, Fredl, dass den Tipp aufgeht, dass die Salzburger in der Champions League bleiben und wir freuen uns auf ein Wiedersehen mit Ihnen nächste Woche, wenn Sie wieder wollen. Danke fürs Dabeisein.